Antonio, wie ist die Kasse? Gut, die billigen Plätze sind alle ausverkauft. Also schlecht. Na, wir spielen die Revue immerhin ein halbes Jahr. Warten Sie die neue Revue ab. Die zieht wieder ganz groß. Hoffentlich. Ja, Ihr Sohn muss sich etwas Schönes einfallen lassen. Auch Einfälle kosten Geld. Daran denken die Herren Regisseure nie. Mädchen können auch nicht nackt auftreten. Wäre gar nicht schlecht. Adam und Eva auf dem Eis. Lassen Sie die dummen Witze. Lesen Sie das mal lieber. Hugo Liebling, Kühlanlagen? Was will der Mann? Sein Geld. 83.000? Ich hab nie gewusst, dass ein paar neue Kühlschlangen so viel kosten. Wovon wollen Sie das bezahlen? Möchte ich auch wissen. Wenn die Einnahmen nicht steigen... Die werden steigen, wenn die neue Revue herauskommt mit Ilona Karoli als Star. Die kommt doch hoffentlich. Der Vertrag ist schon unterschrieben. Na, so lange muss sich der gute Liebling eben gedulden. Im Grunde bin ich nämlich ein ganz einsamer Mensch. Herr Direktor Liebling. Aber für Sie bin ich doch kein Direktor. Also, Herr Liebling. Auch für Sie bin ich auch kein... Ich meine, sagen Sie doch einfach Liebling zu mir. Wenn man mit dem Liebling spricht, gibt's unerfüllte Wünsche nicht. Das ist gut, weil es von mir. Sie haben doch bestimmt unerfüllte Wünsche. Und wie wollen Sie mir erfüllen? Ja, ich weiß, ich bin nicht mehr sehr jung, aber dafür bin ich auch nicht besonders schön. Das ist gut, weil es auch von mir. Sie brauchen nur einen Wunsch zu äußern. Wirklich? Schon erfüllt. Dann gehen Sie. Ich muss mich jetzt umziehen. Aber wir treffen uns doch noch nach der Vorstellung. Leider, schon vergeben. Sagen Sie ab. Wer ist es Ingrid? Hallo. Wer sind Sie denn? Besuche in der Garderobe sind verboten. Nur mal, Mann, Sie scheinen nicht zu wissen, wen Sie vor sich haben. Das können Sie gleich dem Portier erklären. Kommen Sie und stören Sie nicht die Vorstellung. Ich warte nachher auf Sie. Hoffentlich bringen Sie keine kalten Füße. Sie werden noch an mich denken. Nächste. Liebling. Ich? Klümmel. Danke gleichfalls. Was hat der Kerl bei dir zu suchen? Ach, ein harmloser Verehrer, der mir ein paar Blumen schenkt. 50 rote Rosen sind nicht harmlos. Bist du eifersüchtig? Ach, am liebsten würde ich dem Kerl das ganze Gemüse um die Ohren schlagen. Wie schön. Meine Zahlungsfrist von 4 Wochen. 4 Wochen. Störe ich Mama? Aber nein, komm nur rein. Oh, die schönen Rosen. Von dir? Nicht direkt. Von einem unbekannten Verehrer. Komm, sei doch nicht so alt. Von wem sind Sie denn nun wirklich? Der Kerl hat sich in der Garderobe umgetrieben. Du weißt nicht, wer es war? Nein. Direktor Hugo Liebling? Tatsächlich. Wo ist er denn? Ich habe ihn rausgeschmissen. Was hast du? Madonna mia. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was habt ihr denn? Bei dem schulden wir nur 83.000. Und den hast du rausgeschmissen. Wenn er uns jetzt pfennen lässt, dann können wir zuschauen. Los und knipp
zu Menschen. Moment. Jetzt. Ja. Hast du es? Ja. Wunderbar. Ach, schade. Kein Film drin. Mensch, und sowas nennt sich Fotograf. Kein Mensch ist vollkommen. Doch, du bist ein vollkommener Idiot. Alles in Ordnung? Na klar. Kommt das jetzt in die Zeitung? Na logisch, Titelseite. Wir machen doch schon Reklame für die neue Revue. Unterschrift. Fräulein Ingrid Wendel, die Tochter des Erfinders der berühmten Wendeltreppe. Aber das stimmt doch gar nicht. Merken Sie sich eins, Ingrid. Wenn es stimmt, ist es nicht interessant. Und wenn es interessant ist, braucht es nicht zu stimmen. Verstanden? Ich habe eingelegt. Diesmal haut's hin. Mensch, was sollte man als Eisclown engagieren? Machen wir, 100 pro Abend. Viel zu wenig. Wenn du wüsstest, wie weh das tut. Oh, sei doch nicht so zimperlich. 200. Ach, Tonio, das haben wir doch schon 1000 Mal gemacht. Fällt dir denn nicht was Flotteres ein? Na ja, aber ob ihr danach laufen könnt? Schau dir an, wie die Mädels plötzlich aufwachen. Blockaufstellung. Wir probieren den neuen Schritt vom letzten Mal zu dieser Musik. Tonio, 1, 2. Für die neue Revue. Nach dieser Affenpolka. Der Affenpolka ist ein Foxtrott und außerdem hochmodern. Ja, vielen Dank für die Belehrung. Wir haben die Nummern für die neue Revue genau besprochen, was du hier machen sollst. Haben wir schon 100 Mal gemacht. Ja, den Leuten hat es 100 Mal gefallen. Aber man kann doch mal was Neues bringen. Vielleicht kommt das noch besser an. Muss doch schließlich was riskieren. Also wer riskiert hier, du oder ich? Na, ich kenne mein Publikum besser als du. So, jetzt komm, schau dir mal die neuen Kostüme an. Neue Kostüme? Und frag nicht so dumm. Wenn man auf die alten... Ein paar kleine Blenden aufsetzt und vielleicht ein paar neue Rüschchen. Ich knall dir gleich eine, ja? Kommt, Mädels. Kann ich etwas tun für Sie? Ich bin zum Probelaufen bestellt. Ah, Herr Reiser kommt gleich wieder. Bitte nehmen Sie Platz. Danke, aber Sie haben doch nur den einen Stuhl. Oh, das macht nichts. Ich kann stehen. Ich auch. Ich bin's gewöhnt. Ich bin heute schon zum 4. Mal hier. Hey, aber ich habe Sie noch nie gesehen. Bisher habe ich auch immer beim Portier warten müssen. Der Regisseur hat nie Zeit für mich gehabt. Na, heute muss er Zeit haben. Kommen Sie. Ziehen Sie Ihre Schlittschuhe an. Ich helfe Ihnen. Danke. Und das sind die neuen Rumba-Kostüme. Oh, das ist doch sehr hübsch. Sag, haben wir die nicht schon mal gehabt? Ganz ähnlich als Indianer? Ja, da waren aber Federn drauf. Ja, das war noch Zeiten, das Stück 2,50. Frau Direktor, Sie werden dringend aus Budapest verlangt. Ja. Ja, hier, Reiser. Bitte sprechen Sie doch etwas langsamer. Was ist geschehen? Sie sind Italiener. Ja, aus Rom. Kennen Sie Italien? Leider nur aus Reiseprospekten. Ah, Sie müssen kennenlernen. La bella Italia. Ich habe eine Menge Schallplatten zu Hause. Ja? Auch italienische. Kennen Sie das? Di di ro, che tu mi piaci. Di di ro, che ne tu i baci. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Di di ro, che tu mi piaci. Di di ro, che ne tu i baci. Si nasconde il mio destino, il sogno mio divino che ancora non conosci tu. Ti dirò, ich muss dir treu sein, mag ich dir auch einerlei sein. Mag ich mich dagegen wehren, ich muss dir doch gehören, ja, ich lieb nur dich. Allein. Heut gehst du wortlos vorüber, doch ich weiß, es schlägt für uns die Stunde. Dann
sehen wir beide uns wieder. Und du sagst zu mir, so wie ich zu dir. Didiro, ich muss dich lieben, das ist mir ins Herz geschrieben. Ja, das wissen in der Ferne der Mond und auch die Sterne. Ja, so wird es immer sein. Hey, Sie laufen ausgezeichnet. Und Sie haben eine sehr schöne Stimme. Ach, das ist nichts. In Italien jeder kann singen. Sie sollten mal jemanden vorsingen. Tue ich doch, jetzt. Ist genug, wenn es Ihnen gefällt. Haben Sie denn gar keinen Ehrgeiz? Was ist das, Ehrgeiz? Pardon. Pronto, hallo. Ja, hier ist Tonio. Hier ist ein Mädchen, das auf Sie wartet. Aber sie ist heute zum vierten Mal bestellt. Na gut. Gut, ich werde ihr sagen. Also, der Herr Regisseur hat wieder keine Zeit. Nein, das heißt, ja, es geht nicht. Oben ist ein Durcheinander, weil die Caroli, die große Star, sollte im neuen Programm laufen. Und man hat jetzt aus Budapest telefoniert, dass sie überhaupt nicht kommt. Also wieder umsonst. Aber morgen, wenn sie wiederkommen, oder übermorgen. Oder zu Weihnachten, wenn nichts dazwischen kommt. Aber nein, ich helfe Ihnen, ich verspreche. Wie ist Ihre Adresse, Ihr Name? Müller, Elisabeth Müller. Elisa? Warten Sie, ich schreibe es Ihnen. Danke. Elisabeth Müller, einfacher Liesel. Liesel? Ja. Schön. Gar nicht schön, das ist ja mein Pech. Na, wieso? Als Lieschen Müller erreicht man nichts. Moment bitte. Hallo? Ja, ich komme schon, ja. Elisabeth, Sie müssen verstehen, das ist... Ach, pardon, einen Moment. Hallo, ich bin schon weg. Gehen Sie ruhig. Und vielen Dank, dass Sie so nett waren. Wiedersehen. Arrivederci, Tonio. Überschrift, Doppelpunkt. Eislaufstar kommt unter die Räder. Nein, nicht unter die Neger, unter die Räder. Aber fett. Fetter Eislaufstar? Oh, Quatsch, fett gedruckt, du Armleuchter. Kommt unter die Räder eines ungarischen Heuwagens. Text. Ilona Caroli, eine zarte, schwarzhaarige... Hier ist ein Bild von ihr. Hast du kein größeres da? Das ist das Einzige. Ja, könnte genauso gut die Soraya sein. Ja, die ist doch schwarz. Ah ja. Mensch, das stimmt ja, das ist ja blond. Naja, aber die kann ich ja dunkel retuschieren. Ja, also gefärbt wird nicht. Moment. Hallo, sind Sie noch am Apparat? Bitte ändern Sie. Eine zarte, gefärbte... Ach, Quatsch. Eine zarte Blondine... rast im 100-Kilometer-Tempo, um ihr Engagement bei der Eisrevue anzutreten. Da geschieht es. Was geschieht? Also, wenn du mich normal unterbrichst, was Furchtbares. Hallo, bitte bleiben Sie am Apparat, ja? Sag mal, hast du ein verbeultes Auto da? Na klar. Im ganzen Autofriedhof. Hier. Prima Brucharbeit. Mach schnell ein Klischee davon. Muss alles noch rein in die Morgenausgabe. Frau Liesel, Sie brauchen sich nicht beeilen, der Herr Doktor ist heute Nacht gar nicht nach Hause gekommen. Wunderbar! Und ins Geschäft brauche ich auch nicht, Frau Schmidt. Wieso? Weil Sonntag ist. Tatsächlich. Und mir war heute ganz nach Donnerstag. Das ist schon wieder ein Sputnik. Die vermehren sich wie die Kaninchen. Aber den Mörder von der Dings, da haben sie immer noch nicht. Dann lieber bei uns hier erst Ordnung schaffen, bevor es auf den Mond gondeln. Jesus, ein Unglück. Hm? Na, furchtbar. Die Autos, ich sag's ja. Bitte, Frau Liesel, da schauen Sie her, eine Kollegin von Ihnen sozusagen. Eislaufstar gerät unter die Räder. Hm? Ist aber ein hübsches Mädel, soweit man es erkennen kann. Ilona Caroli? Das ist doch die, wegen der ich gestern bei der Eisrevue nach Hause geschickt wurde. Wieso, wenn's gar nicht da war? Irgendjemand hat aus Budapest angerufen. Sie sollten sich's endlich aus dem Kopf schlagen, diese Eislauferei. Ich will nicht mein Leben lang Strümpfe verkaufen. Wozu habe ich jahrelang gelernt und geübt? Und Sie sollten mir den Mut nicht nehmen, Frau Schmidt. Wie hat diese Caroli es bloß gemacht, dass sie die Caroli wurde? Kindchen, wenn man Ilona Caroli heißt, braucht man gar nichts machen. Hört sich doch einmal an, wie das klingt. Ilona Caroli. Das klingt wie Carriere. Oder Nora Pandora. Wer ist denn das? Das wissen Sie nicht? Die erste Naive vom Sommertheater in Groß-Gerau. Ach, Sie! Ach, das waren Zeiten. Jeden Abend am Bühneneingang, die Leute hätten mich am liebsten in der Luft zerrissen. Nein. Na, vor Freude natürlich.
Ach, es muss schön sein, Erfolg zu haben. Ja, es war ein Begriff. Die Nora Pandora. Lala, lala. Wenn ich wenigstens einmal zeigen dürfte, was ich kann. Nora Pandora. Lora Cora. Ich glaube, ich muss mir doch einen anderen Namen zulegen. Fräulein Liesel, hm? Aber Sie werden mich ja für verrückt halten. Warum denn, Schmidtchen? Na ja, zu frech. Sie sind auch keine Schauspielerin. Ach, hätten Sie vielleicht eine Rolle für mich? Aber Mut müssten Sie haben. Na, den habe ich. Warum handelt es sich? Moment, Moment, es muss genau durchdacht sein. Da können wir uns jetzt keinen Regiefehler leisten. Na, die Kleider könnte man sich ja schließlich ausborgen. Abendstimmung in Paris. Hier unter dem Baum liegen drei Landstreicher und schlafen. Und dann kommt die Solistin. Wo haben wir die Solistin? Hier ist sie. Du begreifst schnell, Liebling. Aber das sollte doch die Caroli tanzen. Stimmt, aber sie kommt nicht. Sie kommt Gott sei Dank nicht. Verstehst du, was das für dich bedeutet? Mhm, eine kleine Chance. Och, was heißt Chance? Wir werden dir noch dankbar sein müssen, wenn du die Situation rettest. Aber glaubst du, dass deine Mutter einverstanden sein wird? Das werden wir gleich sehen. Frau Direktor, Sie müssen sich das Mädchen ansehen. Wen denn? Oh, Mama, mir jetzt heute schon eine Viertelstunde von ihr, aber Sie hören gar nicht zu. Hier ist die Adresse von dem Mädchen. Sie läuft primissima. Schauen Sie mal. Tonio, es gibt viele Mädchen, die großartig laufen. Was wir brauchen, ist dein Name fürs Plakat. Verstehen Sie? Eine Zugkraft. Mama, ja? Ich hab sie gefunden. Wen denn? Na, den Ersatz für die Caroli. Da bin ich aber gespannt. Ingrid. Kinder, ich glaube, ihr seid nicht ganz normal. Der eine kommt mit einem Lieschen Müller, der andere mit seinem Fräulein. Ja, aber sie läuft doch nein, rund. Ich will nichts mehr davon hören. Ruf den Agenten Barowski an, vielleicht weiß der was. Ja, worauf wartet ihr denn noch? Auf ein Wunder? Ja, Direktion Eisrevue. Ich verstehe nicht. Was? Budapest. Mhm. Hier, Frau Reiser. Bitte langsamer. Können Sie nicht etwas deutlicher? Was? Sie kommt doch? Bitte, ich kann so schlecht verstehen. Wer ist dort? Caroli. Ja, aber nicht Tochter. Künstlerin Mutter, bitte schön. Ja, müssen Sie entschuldigen, aber Zigeunermusik ist so furchtbar laut. Spreche ich aus Hungaria Hotel in Budapest. Prima, sie ist gute Freund von mir. Ja, natürlich kommen wir heute noch. Aber Unfall war nicht so schlimm, nein. Kleine Kratzer an Hinterteil. Von Auto, Mensch. Noch Zeitungen. Zeitungen schreiben immer viel. Machen immer Floh aus Elefanten. Natürlich kann Ilonka auftreten. Werden die Wunder erleben. Ja, bitteschön. Mit Orient Express, hm? Na, wo wird Zug ankommen? Auf Bahnhof, denke ich. Wann bitte? Hauptbahnhof Express, 18.20 Uhr. Ich lasse Sie abholen. Hallo? Hall? Unterbrochen. Die Caroli kommt also doch. Ja, Gott sei Dank. Na, lass dich anschauen. Dreh dich um. Großartig, die ganze Caroli. Aber bin ich nicht ein bisschen zu jung für die Mutter? Haben Sie die Gepäckscheine? Du? Na, ich hab sie nicht. Nein, ich meine, Sie können doch nicht sie zu Ihrer Mutter sagen. Ach so, ja Gott, bin ich aufgeregt. Was soll ich denn nur sagen? Aber gar nichts. Ich sag alles. Wozu habe ich 150 Mal die Chada-Fürstin gespielt? Und ich war immer rausverkauft. Lieber Gott, da drüben steht sie schon. Komm, schnell. Die dürfen uns vorher nicht sehen. Stopp! Wo? Die zwei Damen, das müssen sie sein. Mein Name ist Nuschler, ich komme von der Eisrevue. Meine Damen, gestatten Sie, dass wir Sie im Namen der Eisrevue herzlich begrüßen? Los, los, eine Aufnahme. Aufnahme? Darf ich Sie um ein kleines Interview bitten, ja? Jetzt geht diese blödsinnige Tür nicht auf. Komm, gib mir einen Koffer. Was, Sie sind gar nicht die Carolis? Na, warum lassen Sie mich dann so lange reden? Aufhören, wir sind auf dem falschen Dampfer. Macht nichts, war sowieso kein Film in der Kamera. Hallo, hallo, hier ist Kindlerin. Frau Caroli, ja. Hier sind Sie. Nun bin ich nur der Mutter, das ist meine Tochter Ilonka vielleicht. Blitzke, Reklamechef. Oh, herzlich willkommen, sehr. Meine Damen. Mein Name ist Reiser. Nuschler, Hausfotograf. Guten Tag. Und das ist der Potzi, unser Sekretär. Herr Potzi. Darf ich Ihnen? Nein, bitte das nicht. Und hier ist noch. Großer Gerte kommt danach. Sie? Bitte verraten Sie mich nicht.
Ironka, Ines, komm her, wir werden abfotografieren. Ja. Aber Sie können doch unmöglich... Ich erkläre Ihnen dann alles, aber bitte schweigen Sie. Komm her, Ironka. Bitte recht freundlich. Einen Augenblick, bitte. Da, mein rechter Seite ist nämlich besser für Titelbild. Danke. Dürfen wir die Damen jetzt ins Hotel bringen? Ja, bitte, danke, gerne. Komm, Ironka. Ich will schnell das Gepäck übergeben. Geht inzwischen voraus. Haben Sie eine gute Reise gehabt? Oh, scheißlich, bin ich noch ganz zerradelt von viele Fahrerei. Oh, pardon. Aber nein, Tonio, ich will doch nur einmal zeigen, was ich kann. Naja, und dann? Dann sage ich sofort, wer ich bin. Ironka, wo steckst du? Ja, wir kommen schon. Tonio, Sie haben doch versprochen, mir zu helfen. Mamma mia. So, sonst noch was, Steinmann? Ja, die Buchhaltung hat gefragt, was denn mit der Rechnung für die Eisrevue geschehen soll. Hier ist der Brief. Eisrevue, da habe ich ja ganz drauf vergessen. Das ist so eine Frechheit. Erst mich rauswerfen und dann die Rechnung nicht bezahlen. Ich habe doch mein Geld nicht auf der Straße gefunden. Regen Sie doch nicht so auf, Herr Direktor. Schreib mich auf, wenn ich will. Na gut, nehmen Sie doch den blöden Brieföffner weg, wenn ich mich aufrege. Los, schreiben Sie. Nein, besser. Geben Sie her den Brief. Bitte. Da fahre ich selbst hin. Die können heute was erleben. Mit denen fahre ich Schlitten. Machst du doch mit eingeschlafenen Füßen. Sei nicht so schüchtern. Bist du die Caroli oder bist du nicht? Bescheidenheit sie hat von ihrer Mama. Kommen Sie, Frau Direktor, haben wir Kleinigkeit miteinander zu besprechen. Ja, bitte. Wie denn? Ja, der Vertrag ist doch schon längst abgesprochen. Na ja, natürlich, aber Vorschuss, bitte schön. So, ja. Wie viel haben Sie sich denn gedacht? Doppelte von dem, was Sie denken. Ich habe mir eigentlich noch gar nichts gedacht. Aber ich. Bitte, darf ich Ihnen einen Scheck geben? Bargeld ist freundlicher, hä? Mama, was machst du denn da? Geht dich gar nicht an. Geschäft ist Sache von Mama. Gib das sofort zurück. Du weißt doch, was wir besprochen haben. Ich sehe ein Dickschädel.
Bitte, wo kann ich mich denn umziehen? Ich möchte dir gerne zeigen, was ich kann. Ja, aber man weiß doch, was Sie können. Eben, die Karoli. Ja, aber bitte, wenn Sie unbedingt wollen, hier ist mein Ankleidezimmer. Die Vorstellung ist gleich zu Ende. Ma, bring mir mein Kostüm aus dem Wagen. So ist sie. Sie kommandiert und arme Mama muss folgen. Ich komme mit Ihnen, Frau. Ah, und ich schere sie ab von Ihrem Papa. Bitte schön. Oh, pardon, Madame. Na, Tonio, Sie sind heute Kasse. Sprechen wir nicht davon. Na, Gott sei Dank haben wir hier in der neuen Revue die Karoli. Hoffentlich gibt es keine Überraschung mit ihr. Tonio, unken Sie nicht schon wieder. So, oh, jetzt, wo ist denn das also? Na, natürlich, Kostüm ist wieder in andere Koffer, wenn Sie mir vielleicht bitte hinstellen und so, da den kleinen Eisschuchel. Warten Sie, ich bin gleich wieder da. Nehmen Sie mich mit! Na, Vaterchen, da hat man so etwas schon gesehen, ein so ein Pfleger. Herr Liebling, ich finde es reizend von Ihnen, dass Sie sich persönlich bemühen. In gewissen Dingen bin ich gar nicht reizend, sondern sehr schnell gereizt. Ich weiß, das war ein bedauerliches Missverständnis von meinem Sohn. Als Ihr Sohn war das? Ja, er wird sich selbstverständlich bei Ihnen entschuldigen. Oh, das hätten wir uns mal früher erlauben sollen. Wem sagen Sie das? Aber die heutige Jugend. Sie haben vollkommen recht. Nimmt sich Sachen heraus. Trinken Sie einen Cognac mit mir? Dabei schimpft sich's leichter. Hm? Da sage ich nicht nein. Na also. Wir zwei, wir verstehen uns. Ja, wir sind ja auch vom selben Jahrgang. Hm? Pardon, ich wollte sagen, aus derselben guten Generation. Sie sind ein Kavalier vom Scheitel bis zur Sohle. Vom Scheitel wollen wir lieber nicht reden. Oder? Das macht Sie doch gerade so interessant. Ja. Prost. Jawohl, Frau Reiser. So, da bin ich wieder. Ah, wie nett. Darf ich die Herrschaften gleich bekannt machen? Das ist unser lieber... Den kenne ich schon, dieser Pfleger. Gehört dieser Zirkusgaul auch zu Ihrem Ballett? Wie, was fällt Ihnen eigentlich ein, die komische Leberwurst? Jetzt habe ich aber genug. Wie komme ich dazu, mich hier dauernd anpöbeln zu lassen? Erst wird dieser Grünschnabel frech und dann kommt dieser Eisklauen daher. Ja, und erlaubt sich... Hören Sie doch. Ich will nichts mehr hören. Aber Sie hören von mir. Durch meinen Rechtsanwalt. Oh, pardon. Wer ist denn die junge Dame? Nein, Tochter, bitte schön. Kaum zu glauben. Aber das ist doch die berühmte Ilona Karoli aus Budapest. Tritt die jetzt bei Ihnen auf? Ja. Das heißt, wenn wir die Revue überhaupt noch weiterführen können. Wieso nicht? Ja, wenn Sie natürlich auf sofortiger Barzahlung bestehen. Ach so. Na, darüber können wir vielleicht reden. Ich habe doch keine Ahnung gehabt, wer das ist. Und wenn die Revue jetzt platzt, ist alles umsonst. Lassen Sie mich nur machen, ich bringe das schon in Ordnung. Also gut, 3 Monate warte ich, aber keinen Tag länger. Oh, danke. Was heißt danke? 10% Zinsen. Na, komm schon, Edesch. Edesch heißt Liebling auf Ungarisch. Genau wie ich. Ist das nicht Zufall? Hab mich so gefreut, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Liebling. Sind Sie immer so stürmisch wie vorhin? Hat er sich in Tür geirrt? Das war der schönste Irrtum meines Lebens. Ist er doch, Kavalier. Kann ich jetzt bitte vortanzen? Tonio hat alles vorbereitet. Kommen Sie auch mit, eh? Na, selbstverständlich. Ist ein Mädchen mit dem Spiel, ist dem Liebling nicht zu viel. Von mir, gut, was? Ja. Frau Direktor? Das ist doch gar keine Frage. So etwas kann eben nur die Karoli. Hm?
Ich muss Ihnen jetzt etwas gestehen. Ja, gleich, gleich, mein Kind. Aber ich hätte eine große Bitte an Sie. Herr Direktor Liebling möchte gerne heute Abend mit Ihnen soupieren. Ich kann Ihnen jetzt nicht erklären, wie wichtig gerade er für uns ist. Junker Liebling, Direktor Liebling hat uns, Dankeschön, eingeladen für heute Abend zum Abendessen. Wieso uns? Bitte schön, Fräulein Caroline. Danke. Aber ich habe mit Frau Reise noch etwas sehr Wichtiges zu reden. Aber Kindchen, das hat doch Zeit bis morgen früh. Ja, eben. Hm? Komm schon, habe ich Hunger wie Wolf. Wiedersehen, wiedersehen. Kommen Sie, Direktor, schon her. Wiederschauen. Und herzlichen Dank. Komm weiter. Tonio, vielen Dank für alles. Und auf Wiedersehen. Ilonka! Ja, ich komme schon. Arrivederci. Ich dachte, noch einmal ausstellen. Ein halbes Dutzend? Ein ganzes. Ja, ich weiß nicht, ob sich das schickt, Herr Liebling. Ich glaube, dass Mama... Lassen Sie mich nur machen. Einen Augenblick, bitte. Die Rechnung, bitte. Mein Chauffeur soll sofort vorfahren. Wie war? Schrecklich, genau wie Sie es gesagt haben. In eine kleine, entzückende Bar oder zu Ihnen in die Wohnung. Ja, Fotoalbum anschauen. Die Kerle sind doch alle gleich. Am liebsten würde ich meine... Kindchen, wir können nicht vor den Kopf stoßen. Na, keine Angst. Ich werde schon schaukeln. Na, Direktorchen, was machen wir mit angebrochenen Abend? Sind Sie denn gar nicht müde? Im Gegenteil. Bei uns in Ungarn eine richtige Mulatschak fängt erst an um 3 Uhr früh. Aber Ilona muss ins Bett gehen. Sie muss morgen frisch sein und schön. Sie ist doch immer schön. Ich liege ihr zu Füßen. Ich weiß. Alle Männer liegen ihr immer zu Füßen. Graf Wörischhansa, Obergespann. Baron Kischpal, was weißt du noch, was hat ihr geschenkt? 6 Spänner mit lauter kleine weiße Lilliputaner. Lippizane, Mama. Ja, na, ist auch egal. Ist sie anständiges Mädel, Ilona? Ja, nur wenn kommt ein Mann mit guter Position, was sieht gut aus. Nur so wie sie vielleicht. Und will heiraten, Ilona. Heiraten? Ja, natürlich will ich auch einmal haben. Eine schöne, große Haus mit Dienerschaft. Was denn, Sie würden auch mitkommen? Natürlich. Werden wir uns schon vertragen. Denn wir haben sehr viele liebe kleine Enkelkinder. Aber Mama. Sei nicht so schüchtern, muss man doch reden über alles. Wenn er will heiraten, die. Wollen wir nicht tanzen, Fräulein Ilonka? Bitte, aber dann nur noch einen Tanz, ja? Mehr will ich auch gar nicht. Ich weiß was viel Schöneres. Da ist Ihr Mantel. Und die Mama? Ach, dahinter lassen wir Nachricht. Ja, aber Herr Liebling, das können wir doch nicht machen. Ach, was im Falle eines Falles kann Liebling einfach alles. Ist auch von mir. Herr Liebling, ich weiß wirklich nicht. Keine Angst, es geschieht Ihnen nichts. Steigen Sie ein. In meine Wohnung. Bitte. Endlich allein. Das war eine gute Idee, oder? Finde ich auch, Direktorchen. Kleine Mädchen muss schlafen gehen. Ich dachte, dass wir vielleicht noch in eine Bar oder... Nur ausgezeichnet, bringen wir Kind in Hotel und dann wir zwei beide machen große Mulatschak. Bis morgen früh. Reizend. Aber eigentlich ist es vielleicht schon ein bisschen spät. Also wollen Sie nicht noch schade, na bitte. Na, bei uns in Ungarn, Männer sind ganz anders. Na schön, noch ist Schluss für heute. Hallo, Fahrer! Wohin fährt der Kerl? Bristol Hotel, bitte schön. Und 1 und 2 und 1 Lady zu früh und 2 Halle zu spät und um und 1 und 1 und 2 und
gefällt sie Ihnen? Großartig. Darf ich bekannt machen, Fräulein Ingrid Wendel, und das ist... Fräulein Caroli, ich freue mich. Bei Ihnen sieht alles so selbstverständlich aus. So einfach, dass jedes Lieschen Müller glaubt, sie kann es auch, nicht? Wie kommen Sie auf Lieschen Müller? Ach, das ist nur so eine Redensart bei uns. Ach so. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt, ich muss mich um meine Musik kümmern, ja? Komm. Fräulein Caroli, wir müssen gleich ein paar Aufnahmen machen. Ja, und ein Interview. Ja, sehr gerne, aber ich wollte eigentlich erst mit Frau Reiser sprechen. Unsinn, die Reklame machen wir. Bei uns sind Sie in richtigen Händen. Wir haben nämlich unsere Beziehungen. Ja, überall, zu allen Zeitungen. Theater, Fernsehen. Film, Funk, Oper, Revue. Konzertschallplatte. Zum Konzert auch? Selbstverständlich. Ja. Wieso wollen Sie singen? Na los, machen wir. Nein, nicht ich. Ich kenne aber einen sehr begabten jungen Sänger. Ach, wie heißt er denn? Ja, sehen Sie, das ist eben die Schwierigkeit. Er darf vorerst nichts davon wissen. Aber wenn die Sache zu schwer für Sie ist... Aber glauben Sie mal. Ich bin direkt beleidigt. Ja, bei unserer Beziehung, ja. Wir können auch bei der Oper den... Die Portier. Du Idiot, den Intendanten. Ja, den auch. Ich wäre Ihnen wirklich schrecklich dankbar. Ja. Sie können sich ganz auf uns verlassen. Ja. Schnell die Aufnahme, komm. Moment, ich muss erst einen Film einlegen. Ich komme gleich wieder. Buongiorno, Tonio. Buongiorno. Guten Morgen. Was haben Sie denn? Schlecht geschlafen? Was ist schlecht? Gar nicht. War schön gestern Abend. Sehr schön. Sie hätten sich totgelacht, wenn Sie dabei gewesen wären. Das glaube ich nicht. Er hat schon wieder Blumen geschickt. Die stehen in Ihrer Garderobe. Tonio, sind Sie etwa eifersüchtig auf den dicken Herrn Liebling? Er hat angerufen, ob er Sie heute treffen kann. Um 3 Uhr Nachmittag. Was machen Sie heute um 3? Umbringen. Ihren Liebling. Dann treffen Sie sich doch lieber mit mir. Hey. Und Ihr Liebling? Der soll zerspringen. Außerdem wird der Traum für ihn sehr schnell zu Ende sein, wenn er erfährt, dass ich gar nicht die Caroli bin. Haben Sie schon gesprochen mit Frau Reiser? Eben noch nicht, aber ich gehe jetzt hinauf. Ja, da steht. In der Zeitung. Die Eisrevue hat als neuen Star Fräulein Ilona Caroli verpflichtet. Wenn sie jetzt zugeben muss, dass sie reingefallen ist, auf ihren Schwindel? Frau Caroli! Ich habe sie überall gesucht. Übrigens, Walter, Direktor Liebling hat eben angerufen. Er steht sogar bereit, uns eine Subvention zu geben. Ja, dann ist ja alles in Butter. Das kommt alles auf Ihr Konto, Fräulein Caroli. Sie sind unser Glücksstern. Los, Fitzgenuschler, machen Sie die Aufnahmen. Wie soll was machen? Am besten im Kostüm, ziehen Sie sich gleich um, ja? Frau Direktor, es geht doch. Warum denn nicht? Kommen Sie, ich bringe Sie in Ihre Garderobe. Los, die Proben geht weiter. Leute, Inscheibe bei einem. Ja. Aber Tonio, ich muss ja doch endlich sagen, dass... Jetzt ist es zu spät. Wenn Sie jetzt die Wahrheit sagen, dann gibt es einen großen Skandal und alles ist aus. Nicht nur für Sie, auch die Arbeiter, die Mädchen, alle können nach Hause gehen. Aber ich kann doch nicht immer weiter schwindeln. Aber nur bis zur Premiere. Wenn die Premiere ein großer Erfolg ist, dann kann man ruhig die Wahrheit sagen. Aber es bleibt doch ein Betrug. Betrug? Warum so ein hartes Wort? Die Leute wollen eine große Künstlerin sehen. Die Caroli. Ja, aber wenn Sie so gut laufen wie die Caroli, wo bleibt der Betrug? Ein kleiner Schwindel mit dem Namen. Wollen wir es verzeihen? Ach, Toni, ich habe solche Angst. Ich auch. Ich zeig's bloß nicht. Immer will ich treu dir sein. Immer will ich bei dir sein. Und ich lass dich nie allein, my happiness. Bist du auch mal fern von mir, immer führt mein Weg zu dir. Wenn ich nicht dein Herz verliere, my happiness. Ein Märchen wunderbar wurde endlich heut für mich wahr. Seit ich weiß, wer es ist, der so oft im Traum mich geküsst. Immer will ich treu dir sein. Immer will ich bei dir sein, alles will ich dir verzeihen, my happiness. Ein Märchen
für mich war, seit ich weiß, wer es ist, der so oft im Traum mich geküsst. Immer will ich treu dir sein, immer will ich bei dir sein. Alles will ich dir verzeihen, my happiness. Bravo, weiter bitte, ja? Nicht weiter, erst pagare due soldi, Signorina. Bitte, hier? Was, drei Kirschen für meine schönste Lieder? Ich hab nicht mehr. Dann werde ich, ey, wie sagt man auf Deutsch? Pfänden? Wegen zwei Soldi. Mhm. Ach, Toni, warum kann es nicht immer so bleiben? Und wenn du willst, bleibt es so. Immer. Und es wäre schön, aber... Nichts aber. Jetzt sind wir hier, die Sonne scheint, alles ist schön. Was da? Und wenn die Karoli plötzlich auftaucht? Ach, die kommt nicht. Woher weißt du? Weil ich nicht will, dass sie kommt. Du sollst erst einen großen Erfolg haben. Und wenn es schief geht? Dann fliegen wir alle beide. Ja, was machst du dann? Nicht so schlimm. Vielleicht verkaufe ich wieder Eis. Weißt du, ich habe schon gemacht, Gelateria Italiana. Aber du könntest doch Geld verdienen mit deiner Stimme. Na, das ist eine gute Idee, als Straßensänger, nicht? Ja, du singst und ich gesammelt. Ja, aber einen Hut müssen wir kaufen, weil ich habe nämlich keinen. Due Soldi bitte für arme Künstler. Und seine Familie. Familie? Natürlich, wie viele Bambini haben wir? Uno, due, tre, quattro, dieci? 10 Kinder. Du bist aber bescheiden. Nein, im Ernst, Toni, du hast doch so eine schöne Stimme. Ja, aber kein Talent vor den Leuten zu singen, weißt du? Hier mit dir möchte ich immer singen, weil ich glücklich bin. Wirklich? Mhm. Bist du auch glücklich? Ein ganz kleines bisschen. Mhm, wie viel? So? Nur ein bisschen mehr. Halt! Nicht mehr glücklich? Ach, du. Tonio. Du musst deine Hemmungen überwinden. Aber wieso? Wenn ich dich küsse, habe ich keine Hemmungen. Kann man denn mit dir nicht ernsthaft reden? Na, schau, jetzt bin ich todernst. Ja. Aber nur 2 Minuten, weißt du? Schau, wenn du bei der Premiere Erfolg hast und du wirst ganz bestimmt Erfolg haben, nicht? Was wirst du dann sein? Ein großer Star heute in New York, morgen in London, nicht? Ich werde nur ein kleiner Sekretär bleiben. Finito. Gar nichts finito. Du wirst sein, eine große Sängerin, und ich werde sein, das kleine Lieschen Müller wie vorher. Finito. Frau Reisner würde jetzt sagen, unken Sie dich schon wieder. Dabei weiß ich noch immer nicht, was heißt unken? Unken? Ja. Da, schau. Da kommt sie. Gott sei Dank. Frau Caroli, Sie müssen sofort Ihren Sänger herbeischauen. Es geht um Minuten. Um 6 Uhr muss er vorsingen. Beim Konzertagenten De Vries. Ja, aber meine Herren, das geht doch nicht so rasch. Ja, warum? Wo ist denn der Caruso? Er ist doch gar nicht darauf vorbereitet. Also, Sie dürfen uns jetzt nicht im Stich lassen. Also, sein Name? Nein, er will noch ungenannt bleiben. Ja. Uns können Sie es doch sagen. Hm? Sein Geheimnis darf nicht gelüftet werden. Ah, noch besser, der ungelüftete Caruso. Aber herbeischaffen müssen Sie ihn. Bis 6. Tot oder lebendig. Und sagen Sie ihm, von dieser Probe hängt alles ab. Von dieser Probe hängt alles ab, Tonio. Du hast ja eiskalte Hände. Wie eiskalt ist mein Händchen. Ist, es geht nicht. Ich bin schon heiß. Bitte fahren wir zurück. Also, Tonio, jetzt reiß dich doch zusammen. Ich will mich nicht erreißen, aber mein Stimmband reißt auch. Warten Sie, ja? Komm, Tonio. Schau, schwarze Katze, komm. Aber, Tonio, wer wird denn so abergläubisch sein? Schau, Tonio, du bist doch ein Glückspilz. Ja. Jetzt komm schon. Einen Moment. Weißt du, man muss das nehmen ja. Und so über die Schulter zurückwerfen, aber ja, ohne weiß. Hinschauen, so. Hey, hallo! Jetzt aber schnell. Was ist denn da los? Ist schon 6 Uhr vorbei. Wenn der mit solchen Starallüren anfängt. Ah, voilà. Da siehst der. Guten Tag. Nein, Liesel, es geht nicht. Du wirst sehen, es geht nicht. Tonio, wenn du mich jetzt im Stich lässt, du dann... Ich... Also gut, gut, Liesel, ich verspreche dir. Auch das noch. Bitte bringen Sie rasch ein Glas Wasser. Komm her, halt die Nase zu und schluck dabei. Ah, da sind Sie ja, Fräulein Caroli. Wer Bonjour. Sind denn die vielen Menschen? No, doch nur ein paar Freunde. Ach so.
Bitte lass noch ein Glas, ja? Warte hier, ich bereite inzwischen die Leute drinnen vor. Danke, ich gebe bitte. Pardon. Darf ich die Herrschaften miteinander bekannt machen? Wo ist der? Schnell eine Ausnahme, komm, komm. Moment, ich muss erst einen Film einlegen. Geh du mit Piati. Los, holen Sie ihn herein. Tonio ist wirklich ein wunderbarer Sänger. Leider ist er schrecklich schüchtern. Er hat noch nie vor so vielen Menschen gesungen. Ist niemand draußen? Vom Winde verweht. Was? Das ist doch nicht möglich. Tonio! Ja, wo kann er denn sein? Sein Glas ist noch hier. Verzeiht bitte, ich kann nicht. Tonio? Nicht schlecht als Zauberkünstler, was? Simsalabim, weg ist er. Ist der mit der Nummer noch frei? Verzeihen Sie bitte, ich... Aber gnädige Frau, aber bitte bleibt, ob so bleibt. Hey, hallo, das könnte Ihnen so passen, wenn die Scheiben vom Wagen einschmeißen und davonrennen. Ist das gut? Das ist zu wenig. Liesel, bitte, hör mal zu. Ach, verzeih mir, Liesel, sei nicht böse. Für Sie bin ich Fräulein Caroli, bitte belästigen Sie mich nicht. Zum Hotel Bristol. Liesel, morgen ich singe so viel du willst. Von mir aus können Sie singen, bis ich schwarz werde. Mich interessiert das nicht mehr. Los, fahren Sie schon. Liesel. Ciao. Fräulein Caroli, Sie werden von einem Herrn erwartet. Dort bitte. Guten Abend, Fräulein Caroli. Danke. Ich dachte schon, Sie hätten vergessen. Was? Na, wir wollten heute Abend zusammen in die Oper. Ach, du lieber Schreck. Vom Singen habe ich heute wirklich genug. Selbstverständlich, wie Sie wünschen. Freitag, 8.15 Uhr. Das tut mir wirklich sehr leid, Herr Direktor, aber glauben Sie mir, Sie würden bestimmt keine Freude an mir haben. Ach, am liebsten würde ich mit Ihnen bummeln gehen, Liebling. Wohin entführen Sie mich? Ja, Sie sagten doch eben. Ja, eben, aber eben habe ich mir überlegt, dass ich heute große Lust hätte, eine kleine Dummheit zu machen. Wundervoll. Bei einer Schelmerei ist Liebling stets dabei. Ist gut, was? Ist auch von Ihnen. Woher wissen Sie? Weil Sie ein toller Mann sind. Fräulein Nina, Sie schmeicheln mir. Also, hinein ins Vergnügen. Entschuldige Sie bitte. Was wollen Sie denn von mir? Kann ich Sie bitte einen Moment sprechen? Aber Sie sehen doch, Herr Sekretär, dass ich in Gesellschaft bin. Ich möchte nur erklären, warum. Hören Sie dann schlecht, die Dame hat keine Zeit. Ist mein Tochter schon zurück? Ja, gnädige Frau, aber sie ist eben wieder weg mit Herrn Direktor Liebling. Was, ohne mich? Scheint so. Na, wie können Sie junge, unerfahrene Mädchen mit Herrn, was ist nicht einmal verlobt mit ihr? Aber gnädige Frau. Na, bei uns in Ungarn, na, muss ich schon sagen, na, feine Hotel ist da. Tonio? Wo ist Liesel? Keine Ahnung, sie wollte eine kleine Dummheit machen. Na, dann lassen Sie sie einfach so wegfahren. Aber sie hat doch selbst gesagt, dass sie will. Antonio, wenn eine Frau sagt, dass sie etwas will, dann sagt sie doch damit nicht, dass sie das will, was sie sagt. Aha. Haben Sie mich verstanden? Nein. Frau Caroli, Ihre Tochter ist am Apparat. Wollen Sie bitte in der Zelle? Aber gehen Sie her. Ilonka, Kind, wo bist du? Hier ist dein armes Mama. Na, endlich. Hör zu, bitte. Ja, ja, ich weiß, es war falsch. Kannst du nachkommen? Ja, wir sind im selben Lokal wie letztes Mal. Wenn ich einen Direktor aufmerksam machen darf, dieser Leinwein ist besonders schwer. Na, umso besser. Für mich bringen Sie aber eine Flasche Sprudel zum Mischen. Ich stelle mir dann unter den Tisch. Nicht? Verstehe, Herr Direktor. So, und welches ist Ihr stärkster Cognac? Dieser hier, bitte. Für nachher, ne? Jawohl, Herr Direktor. Tja, Ilonka, wo stecken Sie denn? Ich musste mich nur noch ein bisschen frisch machen. Sie sehen reizend aus. Auf das bezaubernde Fräulein Caroli. Ja? Die soll leben. Oh, da kriege ich aber bestimmt einen Schwips davon. Hab keine Angst beim Gläschen, mein Liebling wird dein Beschützer sein. Ist auch von mir. Jetzt werden Sie gleich etwas erleben. Ich gehe hinein zu dem Kerl. Nein, nein, Sie bleiben schön hier. Na gut, dann lasse ich ihn zu mir herausrufen. Sie können hier keinen Krach machen. Na, warum nicht? Wenn man Sie rausschmeißen wird. Los, setzen Sie mal schön dorthin. Ich schicke Ihnen die Liesel raus. Im Grunde bin ich ein ganz einsamer Mensch. Ich suche ein Mädchen wie Sie. Wie vielen haben Sie das schon erzählt? Hm? Aber Fräulein Ilona, warum glauben Sie, habe ich Frau Reiser eine Subvention angeboten? Aber doch nicht meinetwegen. Nur ihretwegen. Moment mal.
Wegen mir oder wegen der berühmten Karoli? Das ist doch dasselbe. Und wenn ich nun nicht die Karoli wäre, sondern ein einfaches, gar nicht berühmtes Mädchen? Einen guten Abend. Wie kommen Sie denn hierher? Zufällig, Ehrenworte. Ist Ihnen unangenehm? Nein, im Gegenteil. Freut mich. Na seh, ich hab dir nur gar nicht gegessen. Ich werde sofort dem Ober klingeln. Ausgezeichnet hab ich Hunger wie wohl. Tonio ist da. Er will mit dir sprechen. Aber ich nicht mit ihm. Ich habe ihm aber versprochen, dass du rauskommst. Der kann ruhig warten. Noch zwei. Liebeskummer? Warum? 4 Cognac in 10 Minuten? Das muss sehr schlimm sein. Hey, singen Sie? Ich kann doch hier nicht singen vor allen Leuten. Na sehen Sie, das ist es. Ich auch nicht. Salute. Prost. Noch zwei. Na, jetzt machen Sie eine Pause, sonst sind Sie gleich betrunken. Betrunken nicht? Oh, im Gegenteil. Jetzt kann ich singen. Ti dirò che tu mi piaci. Ti dirò che nei tuoi. Hier können Sie nicht singen. Doch, ich kann. Nein. Jetzt. Hören Sie mal. No jazz heute Abend. Sie dürfen hier nicht singen. Nein? Nein. Schade. Herr Ober, wo kann man hier. Zweite Türe links. Danke. Zweite Türe links. Eine, zwei. Ah, eccola qui. No jazz. Herr Ober. Ja, bitte? Schreiben Sie die Rechnung und sagen Sie meinem Chauffeur, er soll sofort vorfahren. Jawohl, Herr Direktor. Und lassen Sie die Garderobe bereitlegen, aber ganz unauffällig. Einmal hast du dich schon verschnappt vorhin. Wo hab ich dir verschnappt? Du hast Liesel zu mir gesagt. Na, hast du doch. Aber hat er bestimmt nicht gemerkt. Na, hoffentlich. So, da bin ich wieder. Bitte gehen wir jetzt, Mama gehört ins Bett. Wieso? Ich bin nicht überhaupt nicht müde. Wollen wir denn wenigstens einmal miteinander tanzen? Dankeschön, aber ich möchte jetzt nicht. Sehen Sie, das ist heutige Jugend. Kommen Sie, Liebling, wir werden zeigen. Ja, aber Mama, du kannst doch nicht in diesem Na, Zustand. Na, wirst du sehen. Kann ich. Kommen Sie, Liebling. Haben Sie einen Zettel? Bitte sehr. Und etwas zum Schreiben, bitte. Selbstverständlich. Und bitte besorgen Sie mir meinen Mantel. Wie Sie wünschen. No jazz. Heute Abend. No jazz. Ich will träumen, ich will träumen von ihr, die ich heute noch liebe, nur sie, nur sie. No jazz, der so laut ist, no jazz, der mir wehtut, denn ich höre in mir ihre Stimme bezaubern wie nie. Zärtliche Tanzmusik soll dazu spielen. Singende Geigen, die mir erzählen, sie kehrt zurück. No jazz, heute Abend. No jazz, ich will träumen, dass die Tür plötzlich aufgeht und sie steht vor mir, so wie einst. No jazz, no jazz. Warum dann Sie lernen nicht? No jazz, heute Abend.
ich will träumen, dass die Tür plötzlich aufgeht und sie steht vor mir, so wie einst. No Jazz, no Jazz, no Jazz. Bravo! Liesel. Jetzt hast du ja doch gesungen, vor allen Leuten. Waren keine Leute da? Nur du. Aber du hast mich doch gar nicht gesehen. Doch. Immer. Oder glaubst du mir nicht? Sie tanzen atemberaubend. Na ja, na, wenn ich hab richtige Partner. Was nicht immer steckt auf meine Füße. Verzeihung, habe ich gar nicht bemerkt. Aber ich bin davon. Wo ist Liesel? Liesel, wer ist Liesel? Na, liebe Ilona, weg ist sie. Wo ist sie? Ach, Ilona ist wohl ihr Künstlername. Na ja. No, nein, no. Heißt sie schon Ilona, wie richtige Karoli. Ihre Tochter ist nicht die richtige? Wollen Sie, wie sagt man? Wollen Sie mir Wurm aus Nase ziehen? Aber ich bitte Sie, kommen Sie, trinken wir noch ein. Nein, jetzt nicht mehr. Sonst erzähle ich die ganze Geschichte und die Lunkerkind ist böse auf Mama. Welche Geschichte? Können Sie schweigen? Wie ein Grab. Ich auch. Page, schnell ein Taxi, bitte, ja? Was hast du denn mit den armen Blumen gemacht? Die sehen ja traurig aus. Genau wie ich. Komm, wirf sie weg. Oh nein. Die hebe ich mir auf. Nein, die hier eben ist nicht die richtige. Verstehen Sie denn nicht? Ich erkläre Ihnen das alles. Komm. Hallo! 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 Sind Sie noch da, Steinmann? Wann ist die Premiere von der Eisrevue? Am 1. Besorgen Sie mir gleich morgen früh ein Visum nach Budapest und einen Schlafwagenplatz. Die sollen mich kennenlernen. Eine Dame kommen, die nach mir fragt. Eine Ausländerin. Führen Sie bitte sofort zu mir. Aber möglichst unauffällig. Zeit. Eine kleine Auslandreise. Oh, geschäftlich. Wie man's nimmt, Frau Karoli. Da müssen wir uns unbedingt sehen nachher. Denke ich so oft an unsere reizende Abend neulich. Ich glaube, Sie werden noch sehr lange daran denken. Habe ich eine Schwips gehabt? Ja. Habe ich viel Unsinn geredet? Im Gegenteil. Unser Gespräch war sehr aufschlussreich für mich. Ja? Na, sehen wir uns nachher.
hatte schon Angst, Sie würden gar nicht kommen. Ich habe eine Stunde Verspätung gehabt. War sie schon dran? Noch nicht. Was sagen Sie? Eine Unverschämtheit. Eine richtige Hochstaplerin. Sie tut mir leid. Sie haben noch Mitleid mit dieser Betrügerin? Na ja, ist die kleine Schwindlerin. Aber Künstlerin ist sie auch. Ich möchte dich kennenlernen, das Mädel. Das sollen Sie. In der Pause lasse ich die Bombe platzen. Es gibt einen Riesenskandal. Das glaube ich. Aber Sie verlieren doch auch Geld dabei. Meinen Sie? Morgen, wenn Sie statt der auf dem Eis stehen, da werden Sie staunen, wie die Leute die Kassen stürmen. Ausgehend jetzt? Tonio holt gerade meine Mutter herauf. Ihr müsst sie so lange hier im Büro festhalten, wie die Pariser Nummer läuft. Was sollen wir ihr denn erzählen? Das ist eure Sache, ihr quatscht doch sonst den ganzen Tag. Ingrid, sei so lieb und macht die Vorhänge zu. Den Lautsprecher müssen wir auch abstellen, damit sie die Musik nicht hört. Wir binden sie einfach am Stuhl fest und geben ihr Chloroform. Hm. Hast du Chloroform? Na klar. Na wo? Zu Hause. Oh, Idiot. Muss ich für den rettenden Einfall haben. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht, aber Watte sagt, es ist sehr wichtig. Sie kommt. Mach's gut. Komm. Hallo? Ist das Hollywood? Ah, do you speak English? Was ist denn los? Amerika ist am Apparat. $10,000. Oh, ein bisschen wenig, ne? Moment, Mr. Clark, Frau Direktor kommt gerade zur Tür herein. Die Paramount will ihre Eisrevue für einen Film haben. Ich habe $3,000 aufgehandelt. Hm? Hallo? Ja, hier spricht Frau Reiser. Hallo? Ich verstehe so schlecht. Hören Sie zu, ich mache einen Großfilm. 20.000 Komparsen in Top-AO-Verfahren. Wow. Die 12 Gebote in Eis. Not Speiseeis. Eis-Review.
Sie kennen den Inhalt? Oh no, Sie können den Inhalt nicht kennen. Wir in Amerika, in Hollywood machen das ganz anders. Wasserfall, ich verstehe trotzdem nicht, was er will. Hallo, Mr. Wasserfall, Mr. Clark. Ich gehe so lange hinunter. Moment, Moment, ein großartiger Vorschlag, hören. Dann erst der Sündenfall auf dem Eis. Adam und Eva brauchen keine Kostüme. Das verbilligt die Sache enorm. Well, hello, hello. Weg. Die Verbindung ist unterbrochen. Der ruft bestimmt gleich wieder an. Aber ich muss doch runter zum Ausgeschlossen, bedenken Sie, 10.000 Dollar. Bei mir ist die Leitung durch. Was? Das ist doch kein Wunder, wenn du den Stecker rausziehst. Das ist sowas Dämliches. Was ist denn hier los? Also deshalb. Aber Frau Direktor, das dürfen Sie doch nicht sehen. Lasst mich los! Walter! Siehste? Wir hätten doch mit Chloroform arbeiten sollen. Du weißt ganz genau, dass ich dir das nie erlaubt hätte. Stimmt. Ach, du hast mich von diesen beiden Hammeln zum Narren machen lassen. Verzeih, es tut mir leid. Und du weißt auch, dass du damit den ganzen Erfolg der Revue aufs Spiel setzt. Die Leute werden gleich pfeifen. Hörst du, Mama? Dein Glück. Du Lümmel, du. Danke, Mama. Finale.
Jetzt lassen wir den ganzen Schwindel auffliegen. Liesl, du warst wunderbar. Das freut mich. Aber jetzt raus mit dir. Nein, ich muss mich umziehen. Nein, zieh dich um. Ich sehe gar nichts. Schau. Also meinetwegen, aber nicht schwindeln, du. Nein. Du meinst wirklich, es wird ein Erfolg? Na, ganz bestimmt. Gut, dann gehe ich jetzt zu Frau Reiser und sage die Wahrheit. Ich meine, Liebe. Wirst du verschwinden? Was sagen Sie? Warten Sie es ab. Glauben Sie nicht, dass es ein Erfolg wird? Darf ich vorstellen, Fräulein Ilona Karoli, Frau Reiser. Sehr erfreut. Wie bitte? Ich bin Ilona Karoli aus Budapest. Ja, ich verstehe nicht recht. Sie werden gleich alles verstehen. Ach, da kommt sie. Frau Dekter, ich muss Ihnen ein Geständnis machen. War nicht mehr nötig, Fräulein Liesel oder wie Sie sonst heißen. Was wollen Sie denn damit sagen? Dass Sie von dieser Schwindlerin da reingelegt worden sind. Das kann doch nicht... So sagen Sie ihm doch, dass es nicht stimmt. Ja, es stimmt. Ich bin nicht die Karoli. Fräulein Karoli, kommen Sie. Ja, Fräulein Karoli. Was hat sie denn? Ist was passiert? Darf ich Ihnen den Regisseur vorstellen, Fräulein Karoli? Karoli? Ja, die echte Karoli. Wir sind alle auf das Gemeinste belogen worden. Nein, bitte. Ich hab gewusst. Was? Sie haben es gewusst? Ich kann das erklären. Viermal war Liesl hier und kein Mensch hat sie angeschaut, weil sie nur ein Freund Lissen Müller war. Und um Geld herauszuschlagen, hat sie sich als Karoli ausgegeben. Oh, Sie verstehen nichts davon. Von Geld verstehen Sie vielleicht, aber nicht von Kunst. Oh. Sie zeigen mit Ihrem dicken Finger auf armes Mädchen und machen sie kaputt. Jetzt ist sie fertig. Wo ist sie? Muss ich unbedingt mit dir sprechen? Kommen Sie, ich bringe Sie hin. Trotzdem hätte sie den Mut haben müssen, mir die Wahrheit zu sagen. Hat sie doch wollen, viele Male, aber ich bin schuld. Ich habe ihr gesagt, sie soll warten, bis die Premiere vorbei ist. Doch, es war ein Betrug, ich weiß es. Aber ich wollte doch nur beweisen, was ich kann. Das haben Sie bewiesen. Eben jetzt. Und Sie waren wirklich ausgezeichnet. Ist das Ihr Ernst? Kommen Sie, Frau Karoli. Wir gehen jetzt zur Polizei und machen die Anzeige. Einen Moment, Herr Liebling. Wer ist betrügt worden? Na, Sie doch. Dann ich muss machen Anzeige. Ich mache aber nicht. Erlauben Sie, dieses Fräulein Müller ist unter Ihrem Namen... Sehr gut gelaufen. Hat mir gefallen. Warum ich soll machen Anzeige? Was? Sie wollen ihr verzeihen? Habe ich selbst einmal sehr schwer gehabt. Einen Augenblick. Hier am Plakat steht groß Ilona Karoli. Das ist ein glatter Betrug am Publikum. Ja, wenn die Karoli nicht läuft. Aber sie wird laufen. Haben Sie Kostüm für mich? Was? Sie wollen auftreten? Werde ich Kollegin doch nicht in den Stich lassen. Danke. Wenn Sie den Skandal vertuschen wollen, dann werde ich dafür sorgen, dass die Presse alles erfährt. Herr Liebling, wenn ein Wort morgen davon in der Zeitung steht, dann trete ich hier überhaupt nicht auf. Und Sie verlieren Ihr ganzes Geld, verstanden? Das ist doch nicht Ihr Ernst? So. Also, wollen Sie schweigen oder nicht? Und dafür habe ich Sie aus Budapest hergeholt. Ein Glas Wasser, bitte. Großartig. Jetzt haben wir zwei Karolis im Programm. Aber das geht doch nicht. Da kommt doch erst recht alles heraus. Moment, so geht's. Wenn Sie heute ist die Karoli, dann werde ich laufen als... Wie war das? Als Lieschen Müller. Nein, also in ganzer Zeitung nicht der einzige Teil über mich, über Künstlerin Mutter. Dabei wäre das alles gar nicht zustande gekommen ohne... Ach, da seid ihr... Was gibt's, einen richtigen Knüller? Oder einen Skandal? Aber wie kommt er denn darauf? Na, siehste. In dem Laden hier ist ja nie was los. Da, die Leute werden schon ungeduldig. Fang doch an. Na, leicht gesagt, aber die Solistin, die jetzt drankommt, muss sich erst umziehen. Soll dir helfen? Mit Quistenbegnügen! Halt, bleibt hier, ihr müsst raus, ihr müsst die Pause überbrücken. Ja, was sollen wir denn draußen machen? Na, ganz egal, macht ein paar Aufnahmen oder auch keine, aber auf Schlittschuhen. Die Leute werden sich kaputt lachen. Wieso? Wir sind doch gar nicht komisch. Habt ihr eine Ahnung? Los, lasst euch ein paar Klamotten geben, macht schon. Der Voicemail-Tochter! Da drin, Frau Schmidt. Oh, danke, vielmals. Was haben Sie gesagt? Frau Schmidt, oder heißen Sie nicht so? Wie kommen Sie da drauf? Das können Sie sich da drinnen erklären lassen. Ich habe keine Zeit. Thank you.
Ihr Auftritt bitte. Na, wie war's? Ganz große Klasse. Du, Flitzke, wollen wir nicht den Beruf wechseln? Na, erst mal die Hose. Wundervoll gelaufen. Danke. Sie aber auch. So wie Sie werde ich nie laufen können. Bestimmt. Vor allem haben Sie eins, Ihre Jugend und damit die Zukunft.
Zeit. Aber Frau Direktor, das wird eine ganz große Sensation. Die Leute werden die Augen aufreißen. Und den Mund nicht mehr zukriegen. Ich glaube euch kein Wort mehr, ihr Hollywood-Gangster. Aber mach doch mit, Mama. Bisher ist ja alles gut gegangen. Es bleibt mir ein anderes übrig. Psst, da kommt er. Hey, willst du mir endlich sagen, was los ist? Un momento, Signore. Lass sie nicht weg. Oh, meine Damen und Herren, es singt jetzt zum ersten Male in der Öffentlichkeit ein junger, noch völlig unbekannter Künstler, Tonio Pozzi. Was? Ich singe? Ausgeschlossen. Hands up. Hör zu, Tonio, jetzt ist deine große Chance. Aber Liesel, ist unmöglich. Tonio, wenn du mich jetzt wieder im Stich lässt, dann ist alles aus zwischen uns, das schwöre ich dir. Aber ich möchte singen. Dann kannst du auch, los. San Gennaro mio Benedetto. Come on! Dirò, ich muss dich lieben, das ist mir ins Herz geschrieben. Ja, das Wissen in der Ferne, der Mond und auch die Sterne, ja, so wird es immer sein. Dirò, ich muss dir treu sein, mag ich dir auch einerlei sein. Mag ich mich dagegen wehren, ich muss dir doch gehören, ja, ich lieb nur dich allein. Heut gehst du wortlos vorüber, doch ich weiß, es schlägt für uns die Stunde. Dann sehen wir beide uns wieder und du sagst zu mir, so wie ich zu dir, Dirò, ich muss dich lieben, das ist mir ins Herz geschrieben. Ja, das Wissen in der Ferne, der Mond und auch die Sterne, ja, so wird es immer sein. Hast du wieder keinen Film drin, was? Denkst du? Da. Jetzt hast du also doch gesungen. Ja, aber wenn du nicht dabei bist... Ich werde immer dabei sein. Bin ich jetzt fristlos entlassen, Mama? Wollen wir ihn behalten? Ich behalte ihn auf alle Fälle. Frau Reiser. Ja. Kassebericht, alles ausverkauft. 3 Tage im Voraus. Gratuliere. Ihnen auch, Tonio. Danke. Mama, jetzt wirst du dich nach einem neuen Sekretär umsehen lassen. Ich nicht, aber du. Wieso? Ich glaube, ich werde abdanken. Ihr Jung versteht es wirklich besser. Aber das ist doch nicht wahr, Im Mama. Im Gegenteil. Aber ihr habt es doch heute bewiesen. Ach, wir haben bloß Glück gehabt. Das, meine Kinder, das ist das Wichtigste. Frau Caroli. Ja? Frau Caroli, schnell Interview noch. Ja, tut mir leid, aber Frau Caroli ist eben gestorben. Ja, wieso denn? Sie sehen noch ganz munter aus. Ja. Ah, oh, jetzt verstehe ich. Als Frau Caroli ist sie gestorben. Weil sie jetzt Frau Liebling wird. Gratuliere, Herr Liebling. Gratuliere, Frau Liebling. Wie kommen Sie denn darauf? Na ja, uns können Sie nichts vormachen. Wir sind immer ganz im Bilde.